Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Hardware-Test. Dieses Mal geht es wieder um ein Headset, wie ihr sehen könnt. Und zwar um, ja, wohl eines der teuersten Gaming-Headsets, vor allem auch kabelgebundenen Gaming-Headsets überhaupt, nämlich das Beyerdynamic MMX300. Die 300 passt ziemlich gut, denn das Headset kostet auch 300 Euro, also kein Pappenstiel. Wir fangen erstmal vorne an. MMX300, Premium-Gaming-Headset, Multimedia-Headset. Und vor allem ganz wichtig, Beyerdynamic, wer es nicht kennt oder wer die Hersteller nicht kennt, Made in Germany. Beyerdynamic ist ein sehr, sehr renommierter deutscher Hersteller für ja, Kopfhörer und so weiter und HiFi-Produkte aller Art. Und man kann sich zum Beispiel auch, wenn man das direkt bei Beyerdynamic bestellen würde, könnte man sich Einzelteile ändern lassen. Zum Beispiel hier eine andere Farbe am Bügel oder man kann sogar andere Impedanzen angeben, je nachdem. Und so weiter. Also ziemlich viel einzustellen. Natürlich gegen Aufpreis, aber die Möglichkeit gibt's. Fangen wir vorne an. 5 Jahre Garantie. Dann das Mikrofon natürlich. HiFi-Zertifikat, beziehungsweise einfach ein HiFi-Böppelchen. True HiFi, genau. Hier seht ihr das nochmal. Hier kommen wir zu den technischen Spezifikationen. Brauche ich die, denke ich mal, nicht alle vorzulesen. Könnt ihr ja selber tun. Ganz toll sind Velour-Polster, finde ich immer klasse. Ich hasse grundsätzlich Kunstleder-Polster, weil man darunter immer schwitzt. Zumindest ich. So, und ein Transportkäferchen an der Seite. Nichts Besonderes. Hier gucken wir auch nochmal. Upsala. Ja, das Ding ist so groß, dass ich das gar nicht richtig drauf kriege. So, hier, ich halte das mal kurz ins Bild, wenn ihr euch das durchlesen wollt. So. Und sind wir schon angekommen. Hier haben wir noch einmal Testsiegerzertifikate von BAFT und Player. Mein Gott, BAFT ist halt eher ein MMORPG-Magazin. Aber zu dem Konzern gehört ja auch die PC Games Hardware und so weiter. So, das war's mit den Kartons. Ja gut, hier oben habe ich noch. Da ist aber nichts Besonderes und hier unten ist auch nichts Besonderes. Packen wir das ganze Ding aus. Ist auch das erste Mal, dass ich es auspacke, um ganz ehrlich zu sein. Sonst gucke ich ja immer einmal rein, um irgendwelche bestimmten ja, Kabel und so weiter abzumachen oder beziehungsweise so Festschnallgurte und sowas. Aber da ist, denke ich mal, nichts drin. So, hier kommen wir direkt schon dazu. Sehr selten. Wann wird schon mal bei einem Headset eine Tasche beigeliefert? Hier kommt ein kleines Transportköfferchen, wo ihr was reintun könnt. Ja. Hier könnt ihr was, was ich verstauen. Stifte und so weiter. Kabel. Ich knall jedes Mal meine Kamera. Entschuldigt bitte. Dann machen wir das jetzt mal auf. Und schauen wir mal, was uns da drin erwartet. Nicht viel. Wir haben ja einmal die Produktinformationen. Und vielleicht eine kleine Anleitung. Ne, kleine Anleitung. Manche würden jetzt sagen für Mädchen, aber das ist ja egal. Nee, Spaß. Packen wir das wieder mal ein. So, jetzt kommen wir zum eigentlichen Herzstück des Ganzen. Was mir schon das Grinsen aufs Gesicht treibt, wenn ich es sehe. Ich kann ja mal kurz erzählen, mal so ganz nebenbei, ja, für, ja, was Beyerdynamic an Qualität liefert. Mein Vater hat 20 oder 25 Jahre alte HiFi-Kopfhörer von Beyerdynamic und die funktionieren bis heute. Und die wurden gerade früher sehr, 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 sehr oft in Einsatz genommen und jeden Tag und so weiter. Also, Beyerdynamic steht definitiv für Qualität. So, kommen wir mal hier zu. Fangen wir erstmal hiermit an. Hier haben wir die Ohrmuschel, die eine, beziehungsweise die Außenseite. Plastik, nichts Besonderes. In Carbon-Optik. So. Gehen wir hiermit weiter. Das ist natürlich die rechte Seite. Das hier, ganz wichtig, ist Metall. Ja. Also kein Plastikscheiß. Das hier könnt ihr abmachen, wenn ihr wollt. Das ist der Kopfschutz. Beziehungsweise das Kopfpolster. Könnt ihr austauschen, wenn ihr wollt.
Ja, falls es irgendwann mal abgegriffen sein sollte, finde ich sehr gut. Kann man das wahrscheinlich einzeln nachbestellen und dann kann man das Kopfpolsterteil austauschen. Kommen wir später zum Mikrofon. Hier die andere Seite. Ihr seht ja auch nochmal der Verbund des Kabels mit dem Kopfhörer. Beziehungsweise mit dem Lautsprecher. So, kommen wir zum Mikrofon. Sehr, sehr steif. Ja. Und sehr, 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 sehr hochwertig, definitiv. Man sagt so ein bisschen eigentlich, das Headset basiert so auf den DT990ern beziehungsweise DT770ern. So um den Dreh, die kosten so meist 200 €. Man bezahlt die 100 € Aufpreis im Endeffekt wegen dem Mikrofon und der vielleicht etwas anderen Abstimmung auf Gaming und so weiter. Aber das Mikrofon soll wohl sehr, sehr qualitativ hochwertig sein. Davon werdet ihr dann im Test lesen. Kommen wir zu den Ohrmuscheln an sich. Viel drehen lässt sich da nicht. Muss ich mal kurz. Ja, das Ding ist relativ steif. Gefällt mir gut. Ja. Hier das kleine Ding, sodass sich der Kopfhörer ein wenig an euren Kopf anpassen kann. Ne? Aber jetzt irgendwie in die Richtung drehen oder so lässt sich das nicht viel. Hier knarzt es etwas, das gefällt mir natürlich gar nicht. Das liegt daran, dass hier der Kopfhörer Spiel hat in der Verankerung hier oben. Muss man dann mal sehen, aber ja, ist jetzt nicht schlimm. So, das hier ist wie gesagt Velour. Dürfte auch ausreichend groß sein für etwas größere Ohren. So, dann kommen wir noch zum Kabel. Ich dürfte eigentlich nichts vergessen haben. Falls doch, steinigt mich. Das Kabel ist Gott sei Dank glatt und lang und nicht so ein Spiralkabel. Ich hasse nämlich Spiralkabel. Hier haben wir die zwei Anschlüsse vergoldet. Ja, einer für Mikrofon natürlich, einer für die Kopfhörer an sich. Sieht man schon, klar sind vergoldet, aber kommen mit einem normalen HiFi-Stecker, also nicht mit 3,5 mm Klinkenkabel. Das zeigt eben auch, dass ihr die Kopfhörer eigentlich auch im HiFi-Betrieb benutzen könnt, zum Beispiel an eurem Verstärker oder so. Normale Gaming-Headsets kommen normalerweise nicht mit so einem kleinen Adapter oder so einem kleinen Stecker. Und ansonsten war es das so eigentlich, glaube ich, zu dem Headset. Wie gesagt, Video ist wieder ein bisschen ergänzend zu meinem Test, den ich schreiben werde. Und im Test gehe ich dann hauptsächlich wie immer auf den Sound und so weiter ein, im schriftlichen Test. Und das Video dient jetzt einfach nur dazu, dass ihr einen kleinen Eindruck von dem ganzen Headset bekommt, wie das aussieht, wie es verarbeitet ist und so weiter. Dann danke ich euch fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also bis dann.